so. Und auch im Livestream melden wir uns nach der Pause zurück. Ah. Gleiches Anlauflied, gleicher Nachname. Yep. Aber es ist der Bruder von Safe. Genau. Sammy sind wir jetzt. Sammy Tavini gegen David Kopacz. Ein super Fight. In der Gewichtsklasse bis 73 Kilo. Genau. Da dürfen wir auf jeden Fall auf ein spannendes Duell gespannt sein. Sammy, ähnlich wie sein Bruder, seit seinen Kindertagen eigentlich schon im La Familia Fight Club Erfurt. Schon sehr erfahren im Boxen wie im K1. Ja. Und er versucht auch gleich zu Beginn seinen Stempel aufzudrücken mit langen Führhänden und schnellen Low Kicks. Kontrolliert den Kampf. Ja. Ja, nutzt ja auch seinen Reichweitenvorteil gegenüber David aus. Sehr schöner Jab. Der Jab landet. Ja. Sehr sichere Punkte. Von beiden. Beide sehr agil. Ja. Auch David weiß, er kämpft hier in der Höhle des Löwen. Aber er will ja auch nicht verlieren. Er ist ja auch nicht zum Verlieren hergekommen. Versucht vor allem hier auf der Außenbahn Treffer zu setzen. Da war ein linker Haken. Und das war ein Wirkungstreffer. David ist angeschlagen. Nächster Wirkungstreffer. Eingesprungenes Knie. Ja. Aber Sammy lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ja, das ist dann der Fehler, der oft passiert, dass man das K.O. dann zu sehr will, wenn man es schon dann riecht. Overpaced man. Ne? Aber hier, er arbeitet ganz zielsicher weiter mit seinen geraden Schlägen, bringt seine eingesprungenen Knie. David blutet auch schon aus der Nase. Ja, die Treffer haben Wirkung gezeigt. Für meinen Geschmack taucht er gefährlich tief ab. Ja, das ist sehr, sehr riskant. Gerade bei jemandem, der dann auch gern mit dem Knie kommt, wie Sammy. Boah, die Geraden sind jedes Mal im Ziel drin. Sehr, sehr schönes Distanzmanagement auch von Seiten Sammy. Ja. Nutzt es aus, dass er der Größere ist und derjenige mit der Reichweite. Schafft es trotzdem irgendwo sehr stark zu variieren zwischen Angriff, aber auch Defensive. Nach hinten raus setzt er gute, gerade Treffer nach vorne hin, macht er sein Spiel. Ja. Und dann gelingt es ihm halt auch immer noch mal so ein gesprungenes Knie einzubringen. Ja. Aber die Runde eindeutig an den Lokalmatadoren. Zeit hier für unseren Sammy. Wir sind gespannt auf eine fantastische nächste Runde. Der Jab läuft und läuft und arbeitet einfach sehr schön. Ja. Bewegt sich auch im Oberkörper schön raus, sodass er selber keine Treffer nehmen muss. Und David tut sich schwer, hier die Distanz zu verkürzen und seine Treffer zu landen. Ja, aber er versucht trotzdem aggressiv nach vorn zu gehen, will sich nicht in die Defensive drängen lassen. Das muss man ihm lassen. Und das, obwohl er schon sehr viele harte Treffer genommen hat. Ja, aber Sammy bewegt sich gut. Kontrolliert die Mitte. Ja.
und damit ins Kampfgeschehen. Also schafft es auch immer wieder, sich in die Mitte zu verschieben, auch mal kurz über die Außenbahn zu gehen. Ja. Und hier seine geraden Hände ins Ziel zu bringen. Vor allem auch mit einem sehr guten Auge setzt er die Treffer immer wieder an. Ja. Schöne Finte. Sehr schöner Frontkick, gutes Timing. Ja. Und da stellt er ihn wieder in der Ecke. Ja, die Verletzung an der Nase von David scheint etwas stärker zu bluten. Sammy wirkt sehr im Fokus und, ja, und präzise mit dem, was er macht. Ja, da merkt man halt auch einfach, Sammy ist für sein sehr junges Alter doch schon enorm erfahren. Ja. Und das spielt ja einfach aus. Und ein Tieftritt. Okay. Ja, David kriegt jetzt ein paar Minuten Pause. Und weiter geht's. Hat dieses Mal auch sich im Wildcard von Michaela Michel betreuen lassen. Meine Damen und Herren, Applaus für beide Kämpfer, bitte. Sicherlich auch ein Faktor, warum er heute so gut im Saft steht. Das auf jeden Fall. Ja. Na, generell, man muss schon sagen, man merkt einfach bei Lafonier Erfurt, man ist da in einem sehr, sehr professionellen Team. Ja, seien es Daniel und Marek, die ja nun den Lafonier Fight Club Erfurt gegründet haben. Die als Trainer auch stark an der eigenen Entwicklung immer wieder arbeiten und das dann halt auch an ihre Schüler weitergeben. Sei es Tobias Horn, der jetzt vor kurzem das Wettkämpfertraining noch einmal mit neuen Impulsen bereichert hat. Oder auch Michaela Michel, der nun als unsere Starkämpferin und Trainerin halt auch von ihrem reichen Erfahrungsschatz uns alle auch immer dran teilhaben lässt. Und wir sehen heute Abend ausschließlich K1-Kämpfe im Ring. Richtig. Aber La Familia Fight Club hat ja noch viel mehr zu bieten. Genau. Denken wir an Sandra Triebel, die in den letzten Wochen sowohl bei der Weltmeisterschaft eine Medaille mit nach Hause bringen konnte. Richtig, im Grappling. Guter Livre. Genau. Genau. Und letzte Woche, meine ich, war sie in Rom unterwegs und hat bei der Europameisterschaft abgeräumt. Genau, dort auch mit einer Silbermedaille. Ja, eine sehr starke Leistung, hat sich da auch gegen ein sehr starkes internationales Feld durchgesetzt. Also da merkt man schon in der Kampfsportschule La Familia Erfurt, da hat man, egal was man machen will, eine sehr hohe Dichte an an professionellen Trainern und Trainingspartnern. Ja, vielleicht nochmal für die Zuschauer. Nicht, dass sie jetzt denken, dass dieser Kampf auch eine Extra-Runde bekommt, falls er über die Zeit gehen sollte. Dieser Kampf wird ganz regulär nach K1-Rules gewertet und wird nach 3 Runden von den Kampfrichtern ganz normal gewertet. Und im Augenblick wirkt es auch so, als ob es eine sehr eindeutige Entscheidung geben wird. Sammy setzt jetzt sehr klare Treffer und man merkt einfach, dass David immer mehr ins Leere schlägt, auch die Distanz einfach nicht mehr überbrücken kann. Aber ich habe enormen Respekt vor David, der bereits in der ersten Runde so viele Wirkungstreffer eingesteckt hat und trotzdem nach wie vor noch steht, immer wieder angreift, ja. Sicherlich kommt die Aktion nicht mehr ganz so spritzig und auch nicht mehr mit so viel Kraft. Aber er will hier nicht K.O. gehen. Er bleibt einfach stehen. Geht weiter vorwärts. Also eine sehr respektable Leistung hier von David. Und Sammy, das war eine technisch sehr, sehr überlegene und starke Leistung. Wir haben den Abend gut angefangen mit einem hohen Niveau und es steigert sich von Kampf zu Kampf. Ja.
dürfen wir noch gespannt sein, was dieser zweite Block für uns noch übrig hat. Hält. Uns erwartet ja auch noch einer bzw. zwei Weltmeisterschaftskämpfe. Richtig. Einer vom Lokalmatador Besme Helshani. Richtig, das wird dann der Hauptkampf des heutigen Abends sein. Und dann von John Kallenbach. An sich eigentlich auch ein Lokalmatador, John Kallenbach aus Saalfeld, also auch ein Thüringer. Ja, der heute hier auch um die WM kämpfen wird. Bitte noch einmal einen großen Applaus für David und Sammy. Meine Damen und Herren, und hier das offizielle Kampfrichterurteil. Sieger nach Punkten, der Kämpfer in der blauen Ecke, Sammy Speedy. Was für ein schönes Bild hier in der Arena. Wo sind die Erfurter Kampfsportfans? Er lässt es sich zurecht feiern. Hat den Kampf von Anfang bis Ende dominiert. Das hat er auch verdient. Also er hat ganz souverän seinen Stil durchgezogen.